Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Ich habe mitgebracht Regi und der Iguanodon, den wir gestern gefunden haben, der wird gerade getamed von mir und ich denke, wir sollten uns noch ein paar andere Dinos holen, wie ein Parasaurus oder so. Damit die ja, wir noch mehr tragen können. Ich meine, und bitte. Die können wir ja im Endeffekt ja auch schlachten, also wir brauchen die ja nicht. Ja. Und leider war das nur ein normaler Felsen. Was wolltest du gerade sagen? Es war nur ein normaler Felsen. Nee, du hast irgendwie. Nein, dann hast du schon wieder aufgehört, so komisch zu reden. Alles gut. Achso. Was ist komisch? Ich krieg doch immer. Nein, Quatsch. Kommst du denn darauf? Oh, Metall. So. Metall, 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 Metall. Oh Gott, wie viel. Okay. 36, 37, 39, 40, über 40, 50. Gleich haben wir, jetzt haben wir die 60. Jetzt haben wir 70. Jetzt haben wir fast 80. Und ich bin überladen. Oh, was ist das? Oh, wie cool. Zum Glück ist es gerade Nacht. Ich habe hier, glaube ich, irgendwie Diamanten oder sowas gefunden. Diamanten? Auf jeden Fall irgendeine Art Kristall steht hier rum. Lass sie uns abbauen. Ja, Kristall. Ich habe Kristall gefunden. Nice. Mega nice, vor allem hier ist... Oh Gott, hier ist alles voll davon. Hier ist alles voll Metall und Kristall. So, ich baue das uns Problem mal einen Schmelzofen für das Floß. Können wir, denke ich, mal gebrauchen. Geil ist das denn. Das Problem ist, dass ich gar nicht alles alleine weggetragen kriege. Also das heißt, ich muss hier leider auf dich warten, bis du zu mir gekommen bist und bis wir das zusammen abbauen und wegtragen. Richtig krass. Ja, dann können wir jetzt auch... Ich warte noch auf meinen Iguanodon, der hat jetzt erst 50%. Dann warten wir halt eine Runde. So, Raptor, bitte folgen. Komm. Vielleicht kannst du ein Parasaurus so lange tamen oder so. Na, ich kann mich kaum noch bewegen. Das ist das Problem dabei. Und dann gibt dem Raptor ein bisschen was oder ist auch schon überladen? Ah, ich weiß gar nicht. Guck mal hier, Digga. Nein, ich wollte dich doch nicht reiten. Ich wollte dir was geben. Mal gucken. 83 Metall habe ich jetzt bei mir drin. Die Frage, bist du jetzt überladen oder bist du nicht überladen? Ich? Ja, nee, es geht ihm gut. Nee, nee, der Raptor, das geht ihm gut. Oh, ich hoffe aber, ich weiß nicht, ob ich die Stelle danach wiederfinde. Wir finden das schon wieder. Also es ist eigentlich direkt hier unten. Das ist direkt hier an dem Hügel, wo die Schriftrolle war. Ganz direkt daneben. Ah, krass. Und ich habe in der Folgenpause geguckt, ich kann diesen Iguanodon auch reiten. Meine Fresse, was für ein Name. Stimmt. Oh, wie cool, ey. Vor allem hier ist alles voll mit Metall, ne? Oh, das fahren wir jetzt alles weg. Krass. Wir brauchen ganz viele Pack-Dinos. Oder ist da Wasser in der Nähe, dass wir mit dem Floß dahin gehen können? Weiß ich nicht, aber Wasser in der Nähe wäre ganz cool, weil ich merke nämlich gerade, dass ich Durst kriege. So, warte mal, wir haben noch eine Karte. Jein. Also Wasser. Ich glaube, hier ist nur ein Fluss. Oh. Naja, gut. Dann transportieren wir alles so zum Fluss. Passt schon. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Raptor, aber das bist du. ja, nee, ist mein Raptor. Nicht töten. Meiner. So, kleiner lieber Para, ich muss ja sowieso gleich an den Fluss. Oh, mein Flauschinator braucht insgesamt noch einen Tag und 14 Stunden, bis er wieder zur Paarung bereit ist. Wow, krass. Und vor allem, wenn wir den Server beenden, geht ja die Zeit nicht weiter. Richtig. Bist du? Da. Ja, noch 12%, dann ist mein Iguanodon fertig. So, was brauche ich denn für den Sattel?
Ach, Gott sei Dank. Nein, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Nein, nein, nicht töten, nicht töten. Nein. Holz, Faser, Leder. Das klingt easy. Manu. Na, hat dein Raptor getötet? Ja, und jetzt tötet er Insekten, aber das macht er gut. Musst du passiv stellen. Scheiße. Ja, das habe ich vergessen. Oh, zum Glück habe ich den Raptor dabei, ey. Scheiß Insekten. Guckt sie euch an. Guckt sie euch an, diese. Was? Meganeura. Meganeura Level 33. Mann, ich wollte den Para haben, du. Du wie. Oh, Iguanodon ist gezähmt. Cool. Ja, dann gehe ich jetzt noch ganz kurz Wasser trinken. Ja, ich muss sowieso noch den Sattel erstellen. Oh, Level up. Ja. Mach das. Dann hoffe ich, dass ich euch gleich wiederfinde. Und nicht vorher getötet werde. Was? Meine Axt ist kaputt. Was? Gott, nein! Oh, ich wusste es. Raptor! Hilfe! Raptor, Hilfe! Ich weiß nicht, wo mein Raptor ist. Und ich... Oh nein. Was? Ich bin bewusstlos. Wovon? Weiß ich nicht. Hättest du mal das Bett aufgestellt. Nicht, dass du gleich stirbst. Nee. Titanomira, wie auch immer. Drohne? Zum Glück ist mein Raptor in der Nähe. Nein, ich wach gleich wieder auf. Okay. Hallo. Raptor? Raptor? Raptor, wo bist du? Au! Komm, stehe ich wieder. Werde schon wieder angegriffen. Oh nein, 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 nein. Was bist du und wo ist mein Raptor? Oh, ich bin überladen, ich komme nicht so schnell zu dir. Mein Raptor war da. Alles gut. Ich habe den Raptor nicht gesehen, aber ich glaube, er ist da. Zumindest bin ich nur benommen und meine Gesundheit sinkt nicht. Das ist gut. Nur meine Ausdauer. Ich brauche nur Fasern und Holz. Das Ding ist halt, ich sehe nicht, wo der Raptor ist. Aber ich habe halt gesehen, es hat mich was angegriffen und kurz danach wurde es von meinem Raptor getötet. Na, wohin bist du in Sicherheit? Ja. Wir müssen gleich auf jeden Fall zurück und erstmal die Betten machen. Ja. Sonst muss ich nämlich meinst du, du findest schwimmen. Die Stelle dann wieder? Was? Ja, das kriegen wir hin. Ja? Ja, ich meine, bergauf kriegen wir wohl hin. Ja, gut. Stimmt. Hallo? Oh Gott, da ist mein Raptor. Oh. Hallo, Raptor. So, was ist denn das für ein Vieh? Sieht irgendwie ein bisschen eklig aus. Okay. Ein Trudon, Level 8. Dieser Pennervogel hat mein Essen geklaut. Ich dreh durch. Okay. Ach, Mann! Mal. Was für ein Arschloch! So, jetzt kann ich mit dem Iguanodon zu dir kommen. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine gute Idee. Ständig kommen irgendwelche Dinos, ey. Die wollen mich alle töten und ich kann ja nicht mal reiten, ne? Das ist ja das Problem. Wenn ich würde ja am liebsten einfach auf meinen Raptor steigen und wegreiten. Aber das geht ja nicht. Ich bin übrigens unten am Wasser. Ui, der ist schnell. Wer? Der Iguanodon. Ja, das ist cool. Also viel tragen und schnell sein. Ich weiß nicht, ob er viel tragen kann. Guck mal kurz nach. Achso, das bin ich. Oh, 382. Oh. Oh nein, 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 nein. Komm, Raptor, wir gehen. Also ich bin jetzt beim grünen Licht. Komm zum grünen Licht. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Richtung. Ich hoffe, mein Raptor kommt mit. Kommst du? Er wird schon wieder angegriffen, ey.
Mein Raptor ist echt tapfer. Und er hat sogar noch viel Gesundheit, finde ich gut. Also ja, ich komme zum grünen Licht. Wie gesagt, ich muss nur zwischendurch immer mal warten, bis mein Raptor wirklich da ist. Nicht, dass der irgendwie so weit hinten ist. Ist er so langsam? Ja, der ist langsamer als ich. Nee, ich habe erstmal ein Level-Up zu machen. Ich mache erstmal mein Level-Up. Ja, mach das. Nee, mein Raptor ist ein bisschen langsamer als ich, weil er sehr viel zu tragen hat. So, was kann ich denn jetzt bauen auf dem nächsten Level? Nachwachsdünger. Okay. Klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Pteranodon-Sattel. Oh, wir können fliegen. Okay. Cool, yay. Hattest du nicht schon irgendwie einen Sattel für irgendein Flugtier? Das war doch dieser Ichi irgendwas. Ja. Willst du schon wieder versuchen, ja? Ich sehe Schaden. Ja, da bin ich. Mein Raptor. Und ich weiß nicht, wer... Oh Gott. Ich weiß nicht, wer zuerst stirbt, ob ich oder mein Raptor. Okay. Oh Gott. Na toll. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh Gott. So. Hallo. Dein Egon Level 5, was? Ja, das ist mein Iguanodon. Ah, er heißt ah. Egon. Oh, der ist ja cool. Der ist ja cool. Ja, kannst dich ruhig aufsetzen. Ja, ganz kurz. Also ich wäre fast tot gewesen, ja, nur so. Aber der grüne Strahl ist ja immer noch da. Ja, ja, ich bin zu dir gekommen. Ja, sehr gut. Ach so, weil du mich erst gesehen hast, ne? Hm. Komm, lass uns mal rein erstmal. So, kommst du mit? Oh Gott, der ist ja richtig schnell. Krass. Ja. Sag ich doch. Und der ist noch nicht mal auf Schnelligkeit geskillt. Nö. Aber der ist auch, hat aber auch sehr viel Unterschied zwischen Rennen und Laufen, ne? Hm. So, ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich den Raptor nicht verliere. Also auf dem wird mir jetzt erstmal nicht mehr so viel passieren. Oh Gott, ey. Die sind meine Nerven. Meine Nerven, Leute. Meine Nerven. Also ich nehme mal die Fensterrahmen und die Fenster mit. Den Rest lasse ich mal hier. Was doch, ich weiß auch nicht, was da noch drin ist. Ein Laufsteg. Ja gut, könnte man auch gebrauchen. Aber also sonst sind hier kleine Beete drin und ja, Steinwasserrohr und so ein Kram. Ja gut, das haben wir ja alles. Das brauchen wir wirklich nicht. Naja. Hier oben haben wir erstmal ein bisschen Licht, das heißt, gib dem Iguanodon erstmal das ganze Metall. Richtig. Ja, ich werde ihm sowieso jetzt erstmal auch vom Raptor, so kleiner süßer Raptor, zeig mal, was du so gefunden hast. Weil ich werde den Raptor jetzt auch mal wieder ein bisschen entladen. Damit er... So, sehr gut. Weil dann kriegt der nämlich jetzt alles Mögliche. Oh, Gott sei Dank. Der aber kriegt auf jeden Fall Bett, mit ja. Dem Iguanodon müssen wir erstmal nach Hause. Ja. Meinst du? Ach so, der kann. Ja, okay, der kann auch nicht mehr so viel tragen, wa? Nee. Können wir ihn noch weiter, ohne dass er überladen ist? Weiß nicht. Ich habe jetzt mal kurz einen. Oh, es geht noch. Ich habe jetzt erstmal einen Punkt auf Traglast gemacht bei ihm. Ja, das ist gut. Weil ich denke, dahin denke ich nämlich auch. Der ist nämlich cool. Egon ja, ist cool. Der kann ein bisschen was von uns tragen. So, jetzt müssen wir nur irgendwie unser Floß wiederfinden. Ja. Ja gut, aber das ist irgendwo am Wasser. Ich glaube, das ist noch relativ einfach, meinst du nicht? Na, wollen wir am Wasser entlang laufen? Ja. Dann tun wir das. Also ich würde, also muss auf jeden Fall aufpassen, weil am Wasser habe ich irgendwie das Gefühl, dass mehr los, also mehr Gefahren als irgendwo anders. Na, jetzt wird es langsam wieder hell, also da kann man ein bisschen mehr sehen. Ja, zum Glück. Ich meine, oh, okay, da, jetzt sitze ich auf meinem. Okay. Echt? Ja. Ach, das alte Haus? Nein, das neue. Ach so, das Hausboot. Ja, das Hausboot. Alles klar. Aber ich meine, ganz ehrlich, Egon ist voll süß. Ich mag Egon voll. Ja, Egon ist toll. Bye.
Guck mal, okay, es ist zwar im Regen, aber... Leute, guckt euch Egon an. Egon ist süß. Fruchtsamen im Inventar. Okay. Ja, das habe ich auch vorhin gerade gesehen. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich mach das einfach mal. Ja. Und dann? Hey, keine Ahnung. Vielleicht hat er es gegessen oder so. Oh, er hat alle Beeren zu Fruchtsamen gemacht. Zu Samen, also. Okay. Er kann aus Beeren Samen rausholen. Das ist nicht schlecht. Finde ich gar nicht schlecht. Also je nachdem, was du für Beeren hast, ne? Mhm. Es gibt ja manche Beeren, so wie die schwarzen, die man für Betäubungspfeile benutzt. Die sind ja recht nützlich. So, wir hatten noch irgendwo Fleisch, oder? Hatten wir noch irgendwo gekochtes Fleisch? In Egon drinne. Also nicht gekocht, sondern roh. Nee, ich hatte noch irgendwo... Warte mal. Ich guck mal kurz ins Lagerfeuer, ob das gekochte Fleisch noch gut ist. Wenn da... Nee, da ist nichts mehr drin. Okay. Ne, rohes Fleisch habe ich auch noch. 139 Metall. Nice. Krass, oder? Das ist voll cool. So. Ich werde jetzt nämlich auch gleich eine Werkbank bauen, weil ich muss meine Metallaxt wieder neu herstellen. Ja, mach das. Siehst du, apropos herstellen und neu machen, Ich werde mal mein Wasserdings endlich mal wieder füllen. Geht es? Komm her. Füll dich! Warum füllt er sich eigentlich nicht? Verstehe ich nicht. Musst du drauf drücken? Komisch. Auf den Beutel? Ich gehe jetzt nämlich ins Wasser und drück unten in der Leiste auf meinen Beutel und er füllt sich. Ja, ist ja normalerweise auch so gewesen. Jetzt ist er irgendwie ganz weg. Kaputt. Ja, und ich habe ins Wasser gemacht. Auch nicht schlecht. Ja, warum nicht, ne? Ach ja, ja, keine Ahnung, jetzt ist der Beutel weg. Ach nee, ey. Ich habe aber auch manchmal ein Glück. So. Also ein bisschen Fleisch könnte ich noch brauchen zum Rösten. Komm mal her, Egon. Komm mal her. Kleiner, lieber Egon. Ja, komm. Ich nehme dich mal mit. So ein bisschen, dann müssen wir Egon, wenn wir losfahren, auf die Schräge hier platzieren, weil er ja nicht ins Haus kommt. Ja, richtig. Tja. So, was brauchen wir jetzt für die Werkbank? Oh, du hast doch Kristall gefunden, ne? Ja, da ist ein Egon drin. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück und den Rest vom Kristall und vom Metall holen. Ich kann uns Wasserglas herstellen. Das ist besser als der Beutel. Ja. Aber stimmt. Die Werkbank. 50 Stein, 30 Holz. Das ist cool. Ach, shit. Ach, du musst mal für mich Stein und Holz farmen. Weil meine Axt kaputt ist. Egon hat ganz viel Holz. Gut, ich brauche 30. Und ich glaube, der Steine kann sein, dass da auch noch welche drin sind. Nee, Steine hat er keine mehr. Ich guck mal die Raptoren durch. Also mein Raptor ist leer. Ich suche eigentlich die ganze Zeit. Konnte ich nicht mal eine Kiste bauen? In Egon ist eine Kiste drin. Ja, cool, das ist gut, weil die ist nämlich voll hier. Hallo Egon. Ich finde den Namen so cool. Egon ist cool. Egon ist ein cooler Name. Er ist Iguanodon und auch das. Ja, Egon. Ja, richtig. Hä? Wo ist hier eine Kiste? Ich hätte schwören können, ich hätte noch eine Kiste gehabt. Was habe ich mit der das Kiste da, gemacht? Eine Holzwand? Ich hatte eine Kiste rausgeholt. Fenster? Ich hatte sie dir hingeworfen, als wir mit dem Floß losgefahren sind. Ja, schön. Das ist dann wahrscheinlich im Wasser gelandet. Aber die Fackeln hattest du drauf gehoben. Ja, ich weiß, aber es ist auch, weil wir sind dann losgefahren. Es kann sein, dass dann ein Teil durch den Boden ins Wasser gefallen ist. Achso, na gut. Gut zu wissen. Na gut. Ansonsten wolltest du Steine haben, hast du gesagt. Ja. Hole ich dir. Und ich wette, dass ich hier sogar noch Metall rauskriege. Oh yeah. So, ich brauche, wie viele Steine brauche ich? 50 insgesamt, wobei jetzt 41 brauche ich.
Joa. Wenn nicht überall mehr Feuersteine als Steine drin wären, wäre das auch einfacher. Du brauchst es wahrscheinlich mit der Spitzhacke ab, wa? Ja, natürlich. Mit der Axt holst du mehr Steine raus. Wie sinnlos ist das denn? Also jetzt mal im Ernst, wie sinnlos ist das? Oh. Ihr habt was getötet. Ja, ich brauche die Haut. Deswegen okay. Töte ich hier gerade alles, was hier kommt. Aber hier ist nichts. Leder? Leder, genau. Sag doch, dass du Leder brauchst. Ich habe 116 Stück bei mir. Okay. Ich habe da gerade und auch 60 gesehen. Steine. Okay. Also ich habe 60 Steine und 116 Leder. Okay, gib mal hier alles. Ja, treffen wir uns im Lager. Werkbank. Ja. Wo bist du? Ja, hinter dir. Hinter mir? Kannst doch nicht einfach hinter mir sein. Doch. Das ist unhöflich. Du hast dich umgedreht, natürlich bin ich hinter dir. Das ist, warte. Das ist das Leder und hier sind die Steine. Vielen Dank. Shitterburn. Ach, schön. Ich muss sagen, wir sind richtig gut geworden, Leute. Wir sind richtig gut geworden. Ja, könnt ihr euch noch erinnern an die Anfänge? Keiner traut sich, was zu machen. Jetzt ziehen wir zusammen los. Ganz easy und ich würde sagen, morgen sehen wir tatsächlich auch noch, was wir hier noch so für Abenteuer erleben, beziehungsweise wie wir uns hier einrichten werden. Ja, und wir müssen noch den Pteranodon holen, um fliegen zu können. Ja, und wir müssen das Metall abholen. Oh, ich bin so, ganz ehrlich, ich brenne darauf, das Kristall und das ganze Metall abzufarmen, damit wir so ein riesen cooles, ein richtig geiles Lager an Metall haben und richtig coolen Scheiß bauen können. Ich glaube, ich werde das so machen, dass ich den Pteranodon-Sattel baue oder erstmal angehe zu bauen und dann gehe ich zu Fuß nochmal kurz los und hole ihn und fliege einfach hier rüber. Was hältst du davon? Wie rüberfliegen und dann? Ja, ich gehe rüber zu meinem Pteranodon, der bei uns in der Basis ist, und dann fliege ich mit ihm hierher. Ach so, ja, das kannst du machen. Dann kannst du währenddessen Metall farmen mit Egon. Ja. Ja? Das ist eine coole Idee. Und wer nimmt das Floß mit? Das bleibt hier. Okay, alles klar. Okay. Dann werde ich, aber siehst du, das, ja, richtig, und ich werde das Bett gleich noch aufstellen. Gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Haben wir ein Bett drüben? Ich glaube, ja. Ah, nee, ich kann den Sattel sowieso nicht mitnehmen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Tschüss.